Hallo, Deria grüßt euch und es ist wieder Zeit für die Ziehung der Tarotkarten. Heute ziehe ich für die Sternzeichen Widder bis Jungfrau aus der großen Arkana für die Woche vom 11. bis 17. September 2017. Ich beginne mit der ersten Tarotkarte für den Widder. Lieber Widder, deine Tarotkarte ist der Tod. Diese Karte sagt dir, dass eine Entwicklungsphase zu Ende geht. Vielleicht mit dem Partner oder Freund, aber auch mit anderen Dingen in deinem Leben. So wirst du dich innerlich von einem wichtigen Teil deines Lebens verabschieden. Der Schmerz dieses Abschiedes ist noch groß, aber du musst loslassen und dankbar sein für die zurückliegende Zeit. Das ist jetzt Vergangenheit und du musst dich deiner Zukunft widmen. Doch für Neues musst du dich noch etwas gedulden und dich für Zukünftiges öffnen. Nun der Stier. Für dich, lieber Stier, habe ich die Tarotkarte der Herrscher. Der Herrscher, die Karte gezogen. Diese Karte steht für Stabilität und Kontinuität. Bisher warst du pragmatisch und nüchtern vorgegangen und hattest ein klares Konzept für deine Wünsche und Vorstellungen entwickelt. Nun möchtest du diese auch verwirklichen, weil das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend ist. Vielleicht warst du bisher zu kritisch gewesen und auf Sicherheit zu sehr bedacht. Diese Karte zeigt dir aber, dass du aufpassen musst, nicht zu streng und stur zu sein. Denn damit engst du dich und andere zu sehr ein. Jetzt der Zwilling. Deine Tarotkarte, lieber Zwilling, ist der Wagen. Der Wagen, diese Karte zeigt dir den Weg nach vorne. Sicher bemerkst du, dass du einen neuen forschen Standpunkt bezogen hast und bist zuversichtlich an eine neue Sache herangegangen. Du bist in einer Aufbruchssituation und möchtest alte Dinge hinter dir lassen. Vielleicht warst du in deinen Entscheidungen bisher zu schnell und zu ungeduldig und hast deine Fähigkeiten überschätzt. Es ist aber auch möglich, dass in deiner Beziehung ein neuer, frischer Wind weht, der dich aus dem jetzigen Dasein herausführen wird. Jetzt der Krebs. Deine Tarotkarte, lieber Krebs, ist der Stern. Der Stern, und das bedeutet Hoffnung. Du hast viele deiner Angelegenheiten mit Zuversicht betrachtet und dir somit weitreichende Chancen zugestanden. Denn du bist davon ausgegangen, dass deine Entscheidungen in näherer Zukunft große Bedeutung haben werden. Dazu war bisher dein Weltblick absolut förderlich. Doch öffne deine Augen und blicke konzentriert und realistisch in die Zukunft. Dabei wird dich dein Optimismus unterstützen, wenn du dir klar machst, dass deine Vorhaben angenehme Folgen haben werden. Jetzt der Löwe. Deine Tarotkarte, lieber Löwe, ist die Liebenden. Die Liebenden, diese Tarotkarte verbindet zwei Themen. Zum einen auf eine große Liebeserfahrung und zum zweiten bringt sie dir die Erkenntnis vor Augen, was dir dein bisheriger Lebensrahmen brachte. Und das hat nicht unbedingt etwas mit der Liebe zu tun. Nicht nur deshalb wurde diese Karte früher auch die Entscheidung genannt. Das bedeutet, dass du aus vollem Herzen entscheiden sollst
ohne die eine Tür offen zu lassen. Bisher hast du deine Angelegenheit von einer liebevollen Warte aus betrachtet und sogar mit der großen Liebe gerechnet. Wenn du bereit bist, mit deinem Herzen zu entscheiden, kannst du dich von deinen Bedenken verabschieden und mit Mut deine Schritte gehen. Die letzte Karte für heute im ersten Teil ist jetzt für die Jungfrau. Deine Karte, liebe Jungfrau, ist der Narr. Der Narr. Diese Karte zeigt das Kind in dir. Eine urteilsfreie Offenheit und einen spontanen Neubeginn. Unbekümmert und sorglos hast du bisher deine Angelegenheiten betrachtet, weil du auf der Suche nach neuen Erfahrungen warst. Vielleicht hast du darauf vertraut, dass sich alles von alleine erledigt. Überprüfe dich selbst, ob du bisher nicht zu unbekümmert, naiv oder zu leichtfertig warst. Tu dir den Gefallen und entferne dich von dem Bild, das du von dir selbst hast. Dann wird dir alles klar werden, ob du keine oder zumindest wenig Ahnung hast über das Leben. Und du wirst dich für einen neuen Lebensbereich entscheiden. Das ist sehr wichtig für dich. So, meine Lieben, das war nun der erste Teil und morgen kommt der zweite Teil ran. Also, bis morgen, eure Deria.